Schlachtenfeld und fliege als erster Offizier auf der M395 bei Austrian Airlines. Ja, ich bin der Konstantin, ich komme aus Deutschland, aus Frankfurt, bin 27 Jahre alt und bin seit etwas über einem Jahr bei der AON und fliege jetzt seit etwas über 10 Monaten und ja, fühle mich sehr, sehr wohl hier bei der AON. Hallo, mein Name ist Dominik Oday. Ich bin 28 Jahre und bin jetzt seit 2 Jahren bei Austrian Airlines als First Officer am Embraer tätig. Mein Name ist Stefan Burger. Ich bin 26 Jahre alt. Ich fliege seit meinem 21. Lebensjahr. Bin seit Februar 2018 bei Austrian Airlines am Airbus A320 beschäftigt. Von der Donau. Der Sommer ist wirklich genial und da es eine Studentenstadt ist, leben dort auch sehr viele junge Menschen, also man findet sehr leicht Anschluss und es sind auch sehr viele internationale Leute dort und da kann man sich wirklich wohlfühlen. Also für mich als gebürtigen Wiener, ich wohne hier 15 Minuten vom Flughafen entfernt, ist das natürlich ein Wahnsinn, wirklich so in direkter Nähe zu meinem Wohnsitz zu arbeiten. Ein Stau kann mich nicht so schnell aus der Ruhe bringen, denn ich weiß, ich komme trotzdem pünktlich. Ist Austrian Airlines natürlich das Unternehmen in der Luftfahrtbranche und es ist für mich eine absolute Ehre, bei der AOA jetzt als erster Offizier fliegen zu dürfen. Vor Austrian Airlines hatte ich die Möglichkeit, einen anderen österreichischen Flugbetrieb kennenlernen zu dürfen. Nachdem Austrian Airlines jetzt seit einem Jahr circa Re-Entry-Piloten sucht, habe ich diese Chance wahrgenommen, habe mich da beworben. Der Austrian Airlines bietet hervorragende Perspektive im Sinne der Karriere. Es gibt Kurz-, Mittel-, Langstreckenflugzeuge, tolle Streckennetz. Wie ich damals mit der Ausbildung angefangen habe, hat es überhaupt nicht danach ausgesehen, dass ich jemals in Österreich einen Job bekommen werde. Und zufälligerweise 2 Monate nach meinem Ausbildungsende hat sich dann die Möglichkeit bei Austrian Airlines ergeben, sich zu bewerben, was ein mega Erlebnis war, die ganze Selektion durchlaufen und dann wirklich in dem Unternehmen, dem man als Kind schon immer nachgeblickt hat, dann im Endeffekt wirklich zu arbeiten. War doch anspruchsvoll, aber auf jeden Fall haben wir sehr guten Support bekommen. Wir hatten gerade im Transition Training wirklich sehr, sehr gute Lehrer, die uns optimal dann auch aufs kommende Type Rating vorbereitet haben. Die AOA macht vor dem eigentlichen Type Rating noch ein sogenanntes Transition Training oder OCC Training, wo man 15 Sessions im Simulator sitzt und ohne Autopilot Raw Data fliegt. Das ist wirklich sehr anspruchsvoll und anstrengend. Und da hat man auch ordentlich geschwitzt und ist man auch mal mit einem nicht so guten Gefühl aus der Session rausgegangen. Dennoch hat man gemerkt, dass sich die AOA da wirklich sehr viel Zeit nimmt und uns unterstützt. Und überhaupt, dass man vor einem Type Rating immer 15 Sessions extra in einem Full-Flight-Simulator fliegt, zeigt, wie wichtig der AOA das Training ist und wie viel wir ihnen letztendlich auch kosten und bedeuten. Und nach dem Transition-Training
war das Type-Rating eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Also die Type-Rating-Sessions waren dann, ja, die gehen dann, sag ich jetzt mal, lockerer von der Hand. Und da hat es immer schon Spaß gemacht. Und ja, ich fand die Schulungszeit bei der Auer anstrengend. Aber am Ende hat man gemerkt, wofür man es gemacht hat. Und es hat auch Spaß gemacht. Officer-mäßig. Viele Kollegen, mit denen ich damals in der Ausbildung war, befinden sich jetzt auch am Embraer oder auf anderen Flotten in diesen Unternehmen. Das Network, die netten Menschen und einfach die Freude, jeden Tag in die Arbeit zu kommen. Ja, Powerfood-Betrieb gefällt mir vor allem die familiäre Atmosphäre. Das heißt, man trifft die Leute, mit denen man fliegt, auch öfters mal wieder, sodass man auch gut Kontakt knüpfen kann. Und es ist einfach schön, wenn man nicht nur unterschiedliche Leuten fliegt, was vielleicht auch Vorteile bringt, aber wenn man sich mal wieder sieht, macht das auch viel Spaß. Dazu muss ich sagen, dass ich das Gefühl habe, die Wege sind sehr kurz. Wenn man eine Frage und Anliegen hat, dann kann man zum Beispiel auch problemlos zum Flottenchef gehen und sagen, was einem auf dem Herzen liegt. Also da fühlt man sich wirklich gut aufgenommen. Am Austrian Flugbetrieb gefällt mir einerseits, dass wir auf unserer Flotte, auf der Embraer, eine irrsinnig gute Stimmung haben, die Flottenführung. Beziehungsweise das ganze Team ist super angenehm und auch sehr professionell. Ich fühle mich irrsinnig wohl, generell im Unternehmen und auf der Flotte. Und ja, das Fliegen selbst, man hat wirklich jeden Tag andere Herausforderungen, neue Challenges. Es ist immer spannend, du arbeitest jeden Tag mit neuen Gesichtern, die Crews werden neu zusammengewürfelt, die Dienstpläne schauen immer anders aus, man ist total flexibel. Und ja, es ist einfach auf jeden Fall kein Standard-Job, im Gegenteil. Einen Strandtag in Venedig zum Beispiel die Liege räumen muss und wieder heimfliegen. Ja, Nachteile am Flugbetrieb oder am Beruf vielleicht auch selber sind, dass man halt im Sommer bei der Auer recht viel arbeitet, im Winter ist es dann aber dafür ein bisschen weniger, das gleicht sich dann schon aus. Freie Tage wird dann noch, finde ich persönlich, genug. Dann gibt es noch Nachtflüge, wo man eben durch die Nacht fliegt und da ist man am Ende eines Dienstes natürlich schon sehr, sehr müde. Das sind vielleicht die Punkte, die mir jetzt einfallen, was mir nicht so gefällt, aber letzten Endes macht auch da das Fliegen Spaß und man sieht interessante Dinge. Insofern finde ich, sind diese Punkte fast schon zu vernachlässigen. Für meine Zukunft bei Austrian Airlines wünsche ich mir, dass mir das Fliegen auch weiterhin so viel Spaß bereiten wird. Ich würde gerne mal die Langstrecke kennenlernen, neue Destinationen, neue Kontinente, neue Leute und in weiterer Ferne dann auch einmal als Kapitän tätig zu sein. Das sind meine Vorstellungen und meine Karrierewünsche bei Austrian Airlines. Prinzipiell, dass es weiterhin so viele Aufstiegsmöglichkeiten und Karrierechancen wie jetzt gibt. Die Langstrecke lässt bestimmt nicht mehr lange auf sich warten, wenn die Expansion so weitergeht. Wahrscheinlich in ein paar Jahren Kapitän. Also es wird sicher spannend hier noch. Meine Zukunft bei Austrian sehe ich langfristig natürlich irgendwann einmal links. Das große Ziel eines jeden First Officer oder eines jeden Piloten ist es, irgendwann einmal links zu sitzen und Kapitän zu werden. Für meine Zukunft bei der Auer wünsche ich mir, dass ich irgendwann zunächst mal als Co-Pilot die Langstrecke ausprobieren kann, die Welt bereisen kann und die Operation da mal ausprobieren kann. Und natürlich in ferner Zukunft, dass ich auch natürlich mal Kapitän wähle. Außerdem hat man bei der Auer noch die Möglichkeit, Trainingsdepartment oder als Lehrer Stellen zu übernehmen und dort die Bodenoperation zu unterstützen. Und ich persönlich könnte mir gut vorstellen, dass ich vielleicht auch mal irgendwann Teilzeit zumindest ins Management wechsle, da ich auch Luftverkehrsmanagement studiert habe. Und, ansonsten wünsche ich mir einfach, dass es genauso viel Spaß macht und genauso gut weiterläuft wie bisher.